Moin Moin und damit willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Bevor wir nun im letzten Part wieder zurück in die Katakomben gegangen sind, haben wir dann auch gegen einen Blooper gekämpft und haben ein schönes Blooperdorf erreicht. Genau, und jetzt befinden wir uns gerade auf dem Weg zur Geröllburg, liebe Freunde. Denn dort geht's weiter. Ah, scheiße, und ich habe direkt mal den Erstangriff versammelt. Und wir sehen direkt mal einen neuen Gegner. Gumbrina, sag mir was über ihn. Das ist ein Koopa. Du kennst Koopas bereits aus vielen früheren Abenteuern. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Der Panzer ist ziemlich hart. Lege sie mit einem Sprung oder Powerblock flach und die Verteidigung sinkt auf 0. Aber ich denke, mit Koopas kennst du dich sowieso gut genug aus. Ja. Ach, scheiße. Oh ja, der ist auf jeden Fall schon mal hartnäckiger. Genau, man sieht, liebe Freunde, ich habe 99 Sternpunkte. Bedeutet, wir stehen kurz vor Level Up. Eigentlich hatte ich vorgenommen, das Offscreen zu machen, aber dann dachte ich mir, nee, komm, lass ich euch mal am ersten Level Up teilhaben. Ja, sehr schön. Wähle mit Hilfe von von Joystick keinen Wert. Genau, jetzt haben wir die Wahl, unsere Ohrenpunkte zu erhöhen, die Blütenpunkte oder die KP. Ja, ich würde sagen, ich fange tatsächlich mal mit den KP an, liebe Freunde. Genau, weil das scheint mir recht sinnvoll für den Anfang. Das ist sehr schön. Wir gehen bei uns mal bei. Hä? Das kam überraschend. Mario, achte auf den Zuschauer in der letzten Reihe. Hä? Was will der? Siehst du seinen Stein? Der will dich angreifen. Wenn die Zuschauer etwas nach dir werfen, erleidest du Schaden. Drücke X, um den Angreifer aus dem Publikum sofort zu kommen. Weg mit dir! Genau. Mit Hilfe von X kannst du Zuschauer rauswerfen, die etwas in der Hand halten. Aber manche Zuschauer werfen dir auch nützliche Items oder Münzen zu. Die solltest du natürlich nicht rauswerfen. Gut, Mario. Jetzt zeig mal einen hammermäßigen Angriff. Klar. Manchmal hauen deine Angriffe die Kulissen um, aber Vorsicht, sie könnten auch uns auf den Kopf fallen. Außerdem passieren auf der Bühne noch andere verrückte Sachen. Sei auf alles gefasst, gib dein Bestes. Scheiße. Oh, das nervt mich ein bisschen, ne? Dass er nicht zum zweiten übergeht. Aber naja. So. Aber da ihr jetzt eh den ersten Level abgesehen habt, denke ich, werde ich das wirklich wahrscheinlich zukünftig ein bisschen machen, dass ich da. Oh nein. Dass ich offscreen da auch ein bisschen trainieren werde.
So, und weg mit dir. Ja, das könnte schon ein bisschen schwer werden, liebe Freunde. Auch noch auf das Publikum nebenbei zu achten, also. Ja, muss man mal schauen, ne? Und sind wir schon da? In der Geröllburg? Ist dieses Ding eine Art Statue? Du könntest mit ihr mal einen Schlag mit deinem Hammer verpassen. Das sieht mir nicht ganz geheuer aus. Ja, super, ey. Okay, Gumbrina, sag mir was. Das ist ein Kalkirk. Kalkirks sind Steinmonster mit imposanten Gesichtern. Also mein Typ sind diese Monster jedenfalls ganz bestimmt nicht. Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 2. Ziemlich harte Brocken. Feuerattacken sind wohl auch wirkungslos, aber vielleicht helfen andere Items. Feuerattacken sind... Okay, da scheint es wohl zu sein. Sehr schön, wir können weiter. Alter! Mann, ist der schnell! Ja, bleib mal liegen, Kumpel. Baum! Bingo! Hammer. Ja, also ich glaube, mit Hammer scheint das wohl nicht so gut zu gehen. Hey Kumpel, komm mal her. Putt, komm her. Ach man, ey. Alter, das sind ja drei von denen. Na, ist es das aber jetzt? Ich will nichts sagen, aber wenn die auch so hart wie Stahl sind, dann... Okay, ich wollte schon sagen. Gibt's hier eigentlich noch mehr von denen? Sicher ist sicher, würde ich mal sagen. Nee.
Da muss dieser Powerblock eben reichen. Alter! Gumbrina, sag mir was über die bitte. Ah, das war ja mal Asi. Das ist ein Dornhart. Ein Steinmonster mit Dornen. Also wirklich Dornhart. Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 4. Feuerattacken wirken nicht. Angriff mit dem Hammer sind nicht allzu klug. Die Biester können sich wehren. Hammer und Sprünge fallen aus. Bleibt also nur Items. Wirklich fiese Typen. Was für Kerle, ey. So, die haben wir. Kleines bisschen das Spiel lauter, so. Ach, Scheiße. Nee, hier muss ich jetzt wechseln und Gumbrina zuerst angreifen lassen. Sonst wird das nichts. Sehr schön. Und jetzt kann Mario aufräumen. Klasse. So. Goodie. Einen Hotelgutschein erhalten? Och Mensch, jetzt lasst mich doch mal wieder einen Erstangriff ausführen. Ja, vor allem bei denen wäre das sinnvoll gewesen. Ja, ich muss auch ein bisschen meine KP im Auge behalten. Ja, easy. Da rede ich gerade davon und dann. Sehr schön. Hi. Boah, wie schön wieder Besucher in diesen Mauern zu sehen. Oh, bist bestimmt auf der Suche nach dem Sonnenschlüssel und dem Mondschlüssel. Und wenn das so ist, musst du gegen mich zum Kampf antreten. Solltest du gewinnen, so gebe ich den Weg zu den beiden Schlüsseln frei. Solltest du aber verlieren, so erwartet dich ein grausames Schicksal. Ein wahrhaft extrem grausames Schicksal. Und nimmst du die Herausforderung an?
So sei es denn. Es gibt keinen Kombär für dich. Was zur Hölle? Was? Es ist soweit. Zeit für das große Geröbo-Quiz. Du siegst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, bist du ganz und gar raus. Kommen wir zu Frage 1. Welchen Schatz bergen die Mauern der Geröllburg? Ja, also definitiv Luigis Unterwäsche. Es ist eigentlich das Sternjuwel, oder? Weil es geht ja um Sonnen- und Mondschlüssel. Bist du sicher? Was? Du Loser, deine Antwort war falsch, du da. 3 falsche Antworten und es geschieht etwas Schreckliches. Fuck, Alter. Boah, da fragst du mich was. Ich hab da nicht reingeschaut. Boah, Bruder, keine Ahnung. Ich sag 12, Alter. Aber es sind 10, oder? Das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber jetzt wird es schwierig. Es geht weiter. Zu Frage 3. Wie heißt der Bürgermeister von Blütenweiler? Kupfried, Gerkup, Kuperich. Ich glaube, es ist Kuperich, aber ich bin mir nicht sicher, Freunde. Ich kann mich hier auch echt gerade blamieren. Oh, Alter. Aber ich kann immer noch 2 Fehler machen. Ach so, oh, Fail, Alter, ja, oh mein Gott. Ich hab's mit Logansburg verwechselt, ey. Jetzt kann ich aber keine 3 Fehler mehr machen. Zu Frage 5. Wie kommt man von Rohlingen ins Feuertal? Mit einer Röhre, mein Bester. Ich hätte doch zu Anfang Sonnenschlüsse nehmen müssen, weil dann hätten wir es geschafft, ey. Und jetzt Frage 6. Wen kann man in Blütenweiler begegnen? Ja, Kupas, natürlich. Kupas. Bist du sicher? Ja. Boah, das war richtig. Du hast 5 richtige Antworten. Du hast gewonnen. Ich frag mich echt, was passiert wäre, wenn man alle 3... wenn man 3 Fragen falsch beantwortet hätte. Verdammt, wie konnte ich nur verlieren? Gut, wo mag's passieren? Oh. Besten Dank. Bin mal gespannt, wo uns das hinführen wird. Geröllburg, Untergeschoss. Trifft alle Gegner in Reihe. Ja, genau das ist das, was ich gemeint hatte, liebe Freunde. Warum nicht der Reihe nach? Hatte ich ja damals erwähnt. Oh, Fuzzies! Hey! Okay. Gumbrina. Nein, 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 stopp. Sag mir was über die Fuzzies. Also die müssen mindestens 3 KP haben, oder? Okay, sie haben sie wirklich. Das ist ein Fuzzy. Fuzzys sind mysteriös. Man weiß nie, was sie denken. Maximal KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Beim Angriff saugen sie sich an dir und fest und absorbieren deine KP. Das Action-Kommando zur Verteidigung führst du aus, sobald sie sich von dir lösen. Weil die Fuzzys so schnell sind, ist das Timing etwas haarig und erfordert Übung. Ah, super, Alter.
Frage ist, wo sollen wir eigentlich lang? Eine gute Frage in dieser Lage, auf die ich aktuell keine Antwort habe. Ach Mist, ey. Wehe, das sind drei. Warum kann ich nicht einfach aufhören, den Teufel heraufzubeschwören, mal ganz ehrlich? Hä, was ist denn da? Hä? Alter! Ach Mist. HP hätte ich jetzt echt gern zurück gehabt. Aber Moment mal, da es zwei Wege gibt, links und rechts. Vermute ich mal, dass auf der einen Seite Mond, auf der anderen Sonnenschlüssel ist. Oh, dankeschön. Ich muss mal kurz was schauen, Freunde. Team, Tasche, Pilz. Mario. Ach, ich kann nur 15 Items mit mir füllen, oder was? Na dann. Oh, ist er da schon? Alter, ich habe so viele Feuerblumen. Ich glaube, ich werde da gleich mal eine spielen lassen. Sonnenschlüssel. Ja. Ihr kleinen Fussis, ey. Okay. Nee. Freunde. So spielte das Spielchen aber mal nicht. Ja doch, ich glaube, auf die andere Seite gehe ich noch und dann schnappe ich mir noch flugs den zweiten Schlüssel. Sehr schön. Und wir kriegen wieder ein Level-Up rein. Ne, ich glaube, ich gehe tatsächlich wieder etwas auf KP. Ich glaube, ich bringe die KP erstmal für den Anfang auf 25. Und dann werde ich anfangen, die anderen Werte zu erhöhen, liebe Freunde. Doch, ich glaube, das klingt ganz gut für den Anfang. Ja, und das sind nur zwei. Die machen wir so, liebe Freunde. Boah, das nervt mich, ne? Dass er nicht automatisch zum nächsten dann rübergeht. Ich muss mir mal gleich den einen Orden ansehen. Mario lernt den Multisprung, der ihn 2 BP kostet.
Ja, das klingt gut. Den aktiviere ich erstmal. So, und da ist der Mondschlüssel. Und ein neuer Fuzzy. Beziehungsweise neue Fuzzys. Yep. Sehr schön, liebe Freunde. Wir haben beide Schlüssel. Sehr, sehr gut. Mamma mia. Hä? Fuzzy so. Ein Eindringling kommt ganz unverschämt in unser Revier. Das muss bestraft werden. Fuzzy, Fuzzy. Oh, wer bist du denn? Was macht Luigi da? Umbrina? Was ist das für einer? Das ist ein Goldfuzzy. Fuzzys mit goldfarbenen Borsten sind sehr selten. Es ist schon unglaublich, was für Monster man hier so begegnet. KP 10, Angriffs- und Verteidigung 1. Nee, Verteidigung 0, Angriff 1, Entschuldigung. Wechsel zu Mario. Oi. Oi, 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 oi. Oh nein, Fuzzy. Ihr kleinen Biesterchen, ey. Da hat dir wohl jemand eine Mail geschickt, Mario. Sieh doch gleich mal nach. Drücke, um deine Mail zu öffnen. Du findest deine Mails auf dem Menü unter Mail Receiver. Es soll ja Leute geben, die Menüs mögen. Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher sehr aufregend. Immer wieder werden dir bekannte Mails wie diese schreiben. Du solltest sie dann auch lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deine Berichte von den Sternjuwelen. Professor Gumbart. Nee, den hier gehe ich jetzt erstmal kurz aus dem Weg. Weil das mit dem Level, liebe Freunde, wie gesagt, das kann ich ja offscreen noch machen. Außerdem haben wir gegen die ja schon mal gekämpft.
Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, wir scheinen nun wieder im Koopa-Dorf zu sein. Willkommen beim RAD. Hallo Mario, danke für deine Registrierung beim Rohlinger Auskunftsdienst, abgekürzt RAD. Du wurdest angemeldet von unserem Mitglied Professor Gumbart. Freue dich auf regelmäßige Mails, voll von wertvollen Infos. Herausgeber Redaktion, Förderverein Rohlingen. Du schon wieder? Mario, nicht wahr? Also, ich habe hier gewartet damit. Also, ich wollte dir nämlich erzählen, was. Also, eigentlich. Ja, jetzt spuck schon aus. Komm schon. Ich wollte. Darf ich mit dir zusammen gegen Logout kämpfen? Weil, nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Logout zu bekämpfen. Aber er ist niemals zurückgekehrt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Drachen besiegen will. Oder, naja, höchstens ein ganz kleines bisschen. Mein Vater hat für alle gegen Logart gekämpft. Ich will auch so mutig sein. Ich, alle halten mich nämlich für einen Verlierer. Aber wenn ich mit dir den Drachen besiege, dann werde ich so stark wie mein Papa. Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte nimm mich mit, Mario. Bitte! Alright! Ehrlich? Danke, Mario. Vielen, vielen Dank! Puppio gehört zum Team. Was kannst du denn so Gutes, mein Bester? Puppio hat folgende Fähigkeiten. Drücke X, um ihn in seinen Panzer loszuschießen. So kann er dann mit Hilfe seines Panzers weit entfernte Items erreichen und Schalter aktivieren. Okay, das ist praktisch. Hältst du X gedrückt, bleibt er da, wohin du ihn getreten hast. Lässt du X dann los, trifft Puppio Dinge, die hinter Mario sind. Du kannst Mario auch bewegen, während Puppio in seiner Position verharrt. So kannst du Schalter auch aus größerer Entfernung betätigen. Merkt ihr, halte X gedrückt, damit Kupi auf seiner Position bleibt. Damit endet diese Einführung. Weißt du nun, wie du Kupios Fähigkeit nutzen kannst? Das kriegen wir hin. Im Kampf verwendet Kupio den Panzerstoß gegen einen Gegner am Boden, oder? Er trifft alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer. Willst du das Team ändern, drücke und wähle die Option Team im Menü. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Puppio. Kupine, hast du uns zugehört? Puppio, du... Willst du wirklich gegen Logart kämpfen? Aber das ist doch... Du bist doch nur ein träger kleiner Koopa. Und du bist viel zu ungeschickt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Es ist Wahnsinn. Nein, Kupin. Ich werde ein echter Mann, auch für dich. Und deshalb... Ein echter Mann? Ach was, dafür musst du dich doch nicht in Gefahr begeben. Du bist zwar etwas zart und leicht eingeschnappt, aber ich liebe dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Puppio. Bitte geh nicht. Aber nein, ich habe mich nun mal dafür entschieden. Mach dir keine Sorgen. Mario schließt sich bei mir. Puppio, Dummkopf! Oh! Wow! Kupine, bitte, ich werde ganz sicher als echter Mann heimkehren. Also Mario, auf zu Logarts Burg. Bruno stützt sich ja mit großer Begeisterung. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du im Laufe deiner Reise nach Abenteuer noch weitere Mitstreiter um dich versammeln wirst. Dann wird es für dich hilfreich sein, schnell und einfach die Mitstreiter an deiner Stelle auszutauschen zu können. Also pass auf, halte gedrückt, um den Teamring einzublenden.
Nehmen wir mal an, du steckst in einer Klemme und weißt nicht mehr weiter. Dann nur keine Panik, atme tief durch, wechsle die Mitstreiter und probiere etwas herum. Vielleicht kommt dir dann ja ein Geistesblitz und es geht voran. Und wahrscheinlich öffnest du das Menü sicher, indem du oder drückst richtig. Dann solltest du wissen, dass du direkt zu bestimmten Bereichen im Menü springen kannst. Tasche, Team, Orden, Journal. Praktisch, wahr? Merk dir das, dann kannst du wertvolle Zeit sparen. Pass gut auf dich auf und viel Glück. Dein Professor Gumbart. Alright! Der Sonnenschlüssel und der Mondschlüssel. Oh shit, Freunde. Dieser Weg führt zur Burg der schrecklichen Logart. Lass alle Hoffnung fahren. Und willst du doch zur Burg, so drücke beide Schalter zur gleichen Zeit. Wir haben hier sicher keine Probleme. Ah, ich verstehe. Okay. Alles klar. Ja, Freunde, es hat ein bisschen gedauert. Entschuldigt bitte. Aber cooles Rätsel. Oh, shit. Tja, Freunde. Und wie es hier in Paper Mario 2 die Legende vom Eontor in Logartsburg weitergeht. Das finden wir in der nächsten Folge heraus. Bis dann. Tschüss.